Dernbach im Westerwald, die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Heute dreht sich für Peter, Mani, Uwe und Günther ausnahmsweise mal nicht alles um das Thema Auto. Die Ludolfs gehen mit der Zeit und wollen an ihrem Haus eine neue, leistungsstärkere Satellitenanlage anbringen. Wir wollen mehrere Sender reinkriegen. Ich gucke ja gerne verschiedene ausländische Sender. Das besonders. Natur besonders, ja. Rennen, Autofahren und so weiter. Da muss aber jetzt einen speziellen Revisor für haben, wa? Das geht das ja nicht. Aha. Wenn man sich halt so fest, dann kann das so reindrehen. Oh, reicht, Peter, nicht zu doll. Das ist toll. Die hält. Die hält. Gib mir den Schlüssel. So, ich nehme den Schlüssel. Ist aber auch nicht viel schwerer. Ne? Ist Alu, ja. So, ich geh jetzt rauf, mein Manni. Gut. Ich geh rauf, du gehst rauf. Und du auch. Ich halte die Leiter. Ich geh rauf, du gehst rauf und ich geh auch rauf. So, und ich halte euch die Leiter. Halt den Manni fester. Ich geh ein bisschen tiefer, dann kann ich auch zugucken. Während Peter, Manni und Uwe sich voll und ganz der Satellitenanlage widmen, hält Günther im Büro die Stellung. Ludolf? Ja? Einen Moment bitte, muss ich mal fragen gehen. Jo. Ein Kunde will wissen, ob ein bestimmtes Ersatzteil auf Lager ist. Um das zu klären, muss sich Kundenberater Günther ausnahmsweise aus dem Büro bewegen. Ja? Polo 86C, Baujahr 91, Stoßdämpfer vorne und hinten. Hinten kostet Stück 15. Uwe, ich muss noch mal abmachen. Und vorne Hallo? Sind Federbeine. Hinten kostet Stück 15 Euro. Vorne sind Federbeine. Einen Moment. Was kostet das vorne? Vorne kostet Stück 35. Das ist mit Radlager, mit Federn vorne alles. Vorne kostet Stück 35. Das ist mit Radlager und mit Feder und vor allem alles. Wenn vorne ist, Uwe, da ist keine Verstellung und liegt die Zähne dran. Dann drückt es sich nur feste. Peter, er hat sich vertan. Das ist Baujahr 90, nicht 91. Das spielt keine Rolle, ist dasselbe. Das spielt keine Rolle, ist dasselbe. Nee, das ist am besten, wenn Sie vorher anrufen. Das ist richtig, darüber ist richtig. Klappt das? Können wir gleich sehen, ob er fester wird. Ja, einen Moment bitte. Uwe? Ja? Für einen VW-Bus T3 Diesel ein Fünfganggetriebe. Nein. Sonst kommt später die andere. Nein, leider nicht mehr. Bitte schön. Oder Uwe? Tschüss. Okay. So, reicht so, wa? So, Jungs, so, dankbar, dass ihr mir geholfen habt. Jo. War gern geschehen. Wir werden nachher sehen, wie es geht. Das kann man noch etwas einstellen, gell? Jo. Halbzeit für Peter, Uwe und Manni. Die Feinjustierung der neuen TV-Anlage muss erst mal warten. Jetzt müssen sich alle Ludolfs wieder dem Geschäft widmen. Uwe und Manni holen ein Schrottauto aus der Umgebung ab. Eine Frau will den Unfallwagen ihrer Tochter fachgerecht entsorgt wissen. Ein Fall für die Ludolfs, auch wenn es aus dem Auto so gut wie nichts auszuschlachten gibt. Ja, gar keinen Kranwagen gebraucht für den kleinen Wagen. Ja, aber das gewusst, so hingekriegt mit. Wenn das gewusst hätte, hätte ich eine Schubkarre mitbringen können. Dann wäre es ja genauso gut gewesen. Der steht schon so lange hier. Ja. Aber da kann man auch von den Dingern nichts gebrauchen. Wenn es ein Modell, wo wir es so gebrauchen könnten, dann würden wir die Kosten so. Er lohnt sich auch nichts auszubauen, weil die Nachfrage ist gleich null bei den Autos. Ab in die Presse. Genau. Machen wir eine Schande, aber will man machen. Jo.
war ja eh nicht mein Auto, das Auto meiner Tochter. Und die hat damit einen Unfall gekauft. Ja, ein kleiner Dötsch, so schlimm war das ja gar nicht, wa? Früher gab es noch ein Verschrottungsprotokoll. Ist das heute nicht mehr? Braucht man nicht mehr. Nur wenn die mal nachfragen, aber im Prinzip reicht das so. Wir sind eine zertifizierte Firma. Was machen Sie mit dem Kfz-Brief? Der muss jetzt liegen bleiben. Der bleibt bei uns normal 7 bis 8 Jahre, aber der bleibt trotzdem, solange wir leben, da liegen. Es liegen Briefe, die liegen 57 Jahre schon bei uns. Seitdem machen wir mit Autos. Ja. Alles klar. Wird alles sichergelegt, damit die Leute auch bei uns sicher sind, dass ja nichts in den Büsche landet, wenn ordnungsgemäß sind. Richtig. Ja, dann war's das. Schönen Abend, wunderschönen Tag noch. Ja, dreckige Finger, wollte ich immer so, ich bin ja heute schon am Arbeiten gewesen. Wenn ich abends fertig bin, dann sind sie sauber. Aber jetzt bestimmt nicht. Ja. Schönen, schönen Tag. 50 Euro Entsorgungsgebühr verlangen die Ludolfs, wenn sie keine Teile aus dem Unfallauto verwerten können. Uwe kann kommen. Ja. Während Uwe und Manni den Unfallwagen abladen müssen, gibt es für Peter nur ein Thema. Ich bin jetzt gespannt, wie viele Filme mehr kriege und wie viele Sender. Bin ich auch mal gespannt. Hoffentlich gibt es noch ein paar hundert drauf. Ja, du bist ja scharf drauf. Du hast auch so ein paar Sender. Ausländische Sender und alles. Ich höre immer gerne die ausländische Sprache. Ja. Und die ganze Mentalität von den ausländischen Sprachen und Ländern, gell? Genau. Ludolf? Guten? Moment mal, ich frag mal. Für einen Golf 3, Peter, einen Drosselklappenstellmotor. Leider nicht, Günterchen. Nein, momentan leider nicht. Okay, tschüss. Jetzt habe ich Spaß, die Satellitenantenne wird richtig gerichtet und wir sind kleine Feuerteufel, das weißt du doch auch. Ja, Moment, es hat gerade geklingelt, Peter, ne? Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ich dachte, du wolltest am Telefon gehen. Guten Morgen. Morgen. Ich brauche diese Tachowelle für den Polo 2. Für den Polo 2? Ja. Einen Moment, da muss ich mal fragen gehen, ja? Alles klar. Okay. Peter? Peter? Ja? Für ein Polo 2 diese Tachowelle. Das war ziemlich lange, hast du. Hab ich immer. Ich guck mal nach. Okay, willst du mitnehmen? Ja, muss ich schon. Meine ich auch. Das ist der eine, kannst du machen, die zwei kleinen. So. Die kannst du hier im Flur schmeißen gleich. Okay. Ich schmeiß erstmal hier hin und dann warte ich. So, wollen wir mal gucken, ob wir so eine lange noch haben. In der Schatzkammer der Ludolfs, dem 5 Millionen Ersatzteile umfassenden Lager, macht sich Peter auf die Suche nach der passenden Tachowelle. Bleib oben. So. Muss ich erst mal abstatten. Die Haufen sind sehr, sehr, sehr rutschig. Gerade hier diese Dinger, wenn sie aufeinander liegen. Der Uwe legt sie aufeinander, das rutscht ja hier schon. Ich mache so hier diese Systeme, weil ich weiß, dass nicht runterfällt. So wie hier, dann passiert das nicht. Hier kann ich raufschmeißen. Da ist wie, ich würde sagen, auf die Ecke ist eine, wie eine Lawine. Da kommt alles, wenn er einmal anrutschen ist, wie beim Schnee, immer alles runter. Da muss ich rechts halten, da muss ich links halten, da muss ich in der Mitte halten. Obwohl Peter jeden Winkel des Lagers bis ins Detail kennt, dauert die Suche nach dem passenden Ersatzteil heute länger als sonst. Das Miese, das ist die Falsche. Ich glaube, ich gehe mal da oben drauf. Jetzt holen wir erstmal eine Leiter. Dann wollen wir mal gucken.
rankommen. Zu kurz. Nehmen wir den umgucken. Nein, muss ich Hilfe haben. Manfred und Uwe! Ja, wir kommen! Helfen! Ja, unterwegs! Das ist gut, ihr kleinen Socken! Hey, du Saftsack! Ich muss hier jetzt ein paar Dinge hier runter. Mann, ich gib mir ein paar. Schön. Der Uwe kann dir mithelfen. Uwe, denkst du, der hilft? Geh mal her, ich helfe mit. Ja. Ja, hört nicht jetzt. Da. Habt ihr gerade ein Auto abgeholt? Ja, wir haben eine alte Kiste abgeholt. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Ja, wir sind flott gewesen, wa? Ich habe hier eine CD gefunden. Hip-Hop. 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 Ja, ist das was für deine Kinder? Ja. Dann kriegst du eine Hip-Hop. Hier in der hat einer. Weil ich ziemlich dreckig, Manfred. Ja, du bist ja auch nicht immer sauber. Haben wir hier genug Schauspieler? Hip-Hop. 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 Hippel-Hoppel-Hoppel-Hoppel-Knopf. Versuch mal. Eine Tachowelle vom Polo. Länger darf er euch etwas sein. Das ist egal. Ja, nur kürzer. Selber länger. Geschafft. Mit vereinten Kräften haben die drei Ludolfs die richtige Tachowelle gefunden. Guten Morgen. Einmal Tachospirale. Ja, genau. Ist dies ein bisschen die neuere. Die ist mit Schnacker, sind aber Originale. Ja. So, beide gleiche Länge. Wollten eine kürzere hier mit die Länge hier, wolltest du nicht haben. Nee, das ist kürzer. Die durchgebrochen war. Das war halt. Das ist auf jeden Fall die Originale. Ja, gut. Aber warte mal, was kriegst du denn? 10 Euro. Ja. Die alte mitnehmen. Kannst du die Schrott schmeißen, kannst du auch an der Wand hängen. Nee, so moralisch bin ich noch nicht. Bist noch nicht. Nee. Mach's danke gut, mich. Bitte. Tschö. So, Jungs, ja. Wir müssen die Antenne einstellen. Du kennst hier aus, du gehst oben ran, du hier auf die Treppe und Günther hier. Ich gehe oben und gebe euch die Befehle. Ganz einfach, das ist ein Finder. Der findet den Satelliten. Hier wird der Reverse angeschlossen, also praktisch, und hier wird es zu der Satellitenschüssel. Mhm. Und dann geht hier ein Lichtstrahl, die Birnen. Die gehen immer höher, umso dichter ist der Satellit dran. Und wenn er grün anzeigt, ist er da. Klar? Wenn er grün ist. Und piepen. Und piepen tut er, richtig. So, Jungs, macht ab. Komm. Ich komm auch und raus. Jetzt? Wie machen wir das jetzt? Haben Sie doch gerade so Treppe, das ja. Du bleibst hier mit deinem Popo sitzen. Scheiße, du hörst, wenn ich was sage. Uwe geht auf die Treppe und Manfred geht auf die Leiter. Ab, Jungs, komm, machen wir. Okay. Aber Dinge ganz gehen. Manny, raus. Du gehst da raus, ich gehe hier Günther, raus. Ich habe es doch ganz einfach erklärt, junger Mann. So, dann würde ich sagen, dann gehst du hoch, ne? Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Nachdem alle Unklarheiten beseitigt sind, geht das Projekt Neue Fernsehprogramme in die zweite Runde. So, ich bin oben, Günther, gell? Okay. Uwe? Ja? Ich tu dir den hier anschließen. Mach es mal. Da wollen wir gucken. Und denk dran, steck den Kabel ins richtige Loch rein, wollte ich im Verkehrte. Nee. Danach steht die Antenne gut. Frag mal Peter, was er sieht. Ja. Hier. Peter! Günther! Ja? Oder frag mal, was er sieht. Die Antenne steht einigermaßen gut. Will ich Peter! Auf... Moment! Siehst du was? Die Antenne steht einigermaßen gut. Was? Wenn ich muss mich auf Schwächer stellen. Ob du was siehst? Nein. Ja? Kein Empfang. Kein Empfang. Dann stelle ich auf Null. Ja, mach auf Null. Und dann drehe ich ein bisschen. Er dreht ein bisschen. Noch nichts? Noch nichts, Peter? Nein. Dann müsst nein. Du... Was ist? Noch nichts. Langsam. Wenn was kommt, soll er schreien.
Wenn was kommt, schreien, Peter. Und dann schreist du aber auch sofort. Kommt noch nichts? Noch nichts, Peter? Nein. Nein. Nein, gar nichts, bin ich tot. Ich komm mal runter. Was sagst du, Peter? Ein Moment. Moment mal, Uwe. Moment mal. Das ist schon besser. Du bist zu schnell, zu langsam, Günther. Nee, ich hab direkt es müsste besser sein, hier. Manni? Ich hab diesen Ton. Ja? Danke, hier. Sein. Manfred, da musst du aber auch langsamer, nicht weiter drehen. Du musst aber sekundenweise drehen und warten dann. Millimeter. Danach ist ein Ton. Hat er jetzt ein gutes Bild? Peter, schon ein Bild? Nein, noch nicht. Nein. Hat noch keins. Kommt noch nichts. Noch nichts, Peter. Das Signal ist noch null. Wenn was ist, sofort schreien. Wenn was ist, sofort schreien. Schon wieder kein Signal. Gerade war was. Manni, der Günther soll mehr fragen. Schneller den Uwe übergeben. Sieht er jetzt was? Peter, ist immer noch nichts. Jetzt stoppen! Jetzt kommt es! Wir haben es! Können wir so lassen? Stehen lassen! Jetzt ist ein gutes Bild, Manfred! So lassen! Ast rein! So lassen! So lassen, andrehen! Alles klar, wir drehen jetzt zusammen! Wir drehen erstmal zusammen, Peter! Ja! Okay! Der Rest stellt sich nicht alleine ein! Sehr gut! Oregini? Siehst du, das kann man lernen, Italienisch. So, wollen wir nochmal. Das ist auch schön. Eccezionale. Die können gut sprechen, die haben schöne Sprache. Mm. Und mit vielen neuen Fernsehprogrammen, in vielen schönen Sprachen, wird es noch eine lange Nacht für Peter. Der nächste Morgen in Dernbach im Westerwald. So, Jungs. Guten Morgen. Morgen. Ich erzähle euch alles gleich. Erst muss die Haare kämmen. Komm. Peter? Ja? Hast du heute schlecht geschlafen? Nee, ich habe bis vor einer Stunde noch Fernsehen geguckt. Aha. So viele Programme waren da. Fernsehen gucken. Denken Sie, wie viel Actionprogramme und alles. Bist du heute gar nicht zu gebrauchen, wa? Ich bin schon wieder wach. Ja, so wach siehst du aber noch nicht aus, Peter. Ich trinke einen kleinen Schluck Kaffee. So, schön genug. So. Sieht aber fertig aus, Peter. Ich bin nicht fertig aus, ich habe nur Filme geguckt. Was ich habe etwas rote Augen noch davon. Das, wie viele Programme? Bestimmt 1000. Nur 1000? Ja. So viel? Ja. Das ist spannend. Die besten sind die Action, manchmal auf andere Sprachen. Ja, das ist egal. Action. War da Action mit... Bomben, die Autos. Nicht nur Bomben, Überschläge. Autos flogen hoch, überschlugen sich, waren Abhang runtergegangen, waren alles haben die gemacht, sie waren am Brennen gewesen, explodieren. Ja. Wollen wir nicht wirklich Action machen? Ja. Wir stecken irgendwas an. Ich weiß, was ich anstecke. Den alten Weihnachtsbaum. Die Mülltonne und alten Weihnachtsbaum? Nee, den macht mit sein altes Auto hier, da den Augen. da kann man nicht mehr dabei machen. Wie nimmt deine Unterhose, Uwe? Ding ist so meine Unterhose. Uwe, auf ein Auto zu kommen. Wollen wir unten mal gucken, wir gucken, ob wir ein Auto noch finden unten. Inspiriert durch Peters Actionfilmnacht wollen die Ludolfs auch ein Auto in Flammen aufgehen lassen. Die Brüder machen sich auf die Suche nach dem passenden Fahrzeug. Peter, wollen wir den Mondeo, der alte 94er, hier verpackeln? Was ist das? Das ist ein 96er, 97er Anfang angemeldet. Die alte ist eine Pflaume. Also bin ich doch hier schlüssig. Da kommt da 5 Liter Sprit drin und dann wird richtig angesteckt. Mal gucken, ob das Ding richtig brennt. Sei ehrlich. Und dann machen wir heute unser Feuertänzchen dabei. Ganz fröhlich bin ich nicht, aber wenn du mir den Wahl stellst. Also würde ich sagen, machen wir den Trockenlegen. Ja. Also komplett Trockenlegen. Abgemacht. Hand drauf, komm. Hand drauf, Jungen. Hand drauf. Und rein. Also wenn wir sagen, dann ist die Sache erledigt. Dann wird der nachher trockengelegt und fertig. Dann kommt eine Presse rein. Der wird richtig abgefackelt, da muss richtig brennen mit der Kiste. So, Hausgüter, wir haben uns entschieden. Wir haben ja geguckt auf Platz und unten. Ja. Wir haben ein Fahrzeug gefunden unten. Was für einen denn?
Den Mercedes, der uns so viel Ärger gemacht hat. Ach, den, ja. Und den nehmen wir. Ha, das werden Flammen mehr geben. Die holen gleich den Wagen hoch. Ja. Ich setze mal etwas hin, gell? Natürlich. Ist so ein Auto, was wirklich Flammen mehr gibt. Der Uwe will ihn jetzt hochholen, der will auch dann Teile rausholen. Ja. Brennflüssigkeit, Benzin, Öl und alles für die Umwelt. Ist auch richtig, gell? Ja, das ist richtig, vollkommen. Fantastisch. Der Manni, der war richtig enttäuscht erst. Der Uwe sofort, ja, 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 fantastisch, Peter, gute Idee, gute Idee. Aber wir haben gesagt alles, dann hat er gesagt, ja, stimmt, ja, Jungs, macht mal. Richtig. Ich darf mir auch mit Spaß machen. Und wenn der Spaß kommen soll, soll er für uns alle sein, gell? Auf jeden Fall. Was Besseres gibt's doch nicht. Schlaf weiter, Günther. Und du tu mal schön relaxen. Ich tu auch relaxen. Okay. Jetzt soll es der alten S-Klasse an den Kragen gehen. Schließlich hatten die Ludolfs schon direkt nach dem Kauf nichts als Ärger mit dem Youngtimer. Weiter! Komm auf, wir müssen reichen! Ja. Manomela! Wenn ich muss noch einen kleinen Dicken holen. Nee, warte mal, hol mal die Bremse ran. Hol mal einen kleinen Dicken. Na Jungs, Peter, kannst du uns mal kurz helfen und den Mercedes schieben? Der ist zu schwer. Mari, siehst du, so ein schweres Auto willst du haben? Das ist ja klasse, so ein Schlachtschiff. Hm? Da kannst du mal kurz mitkommen, das wäre sehr, sehr nett. Lass mir erstmal das Getränk runterlaufen. Ehrlich? So, jetzt gehen wir. Was sagst du dazu, Günther? Ach, der schiebt den doch alleine. Das schaffe ich auch. Der rollt da und schiebt den weg wie nix. Dann komm mal, Kleiner. Tschüss, Rolli. Tschüss. Rollmops, du musst es gerade sagen. Bleib nicht auf dem Stuhl kleben. Bis nachher. Raus, bis morgen. Tschö. Nicht mal Ruhe. Mamma mios. Na, kleiner, dicker Uwe, wo bist du denn? Bergwind vorne. Mama mia, man sieht ihn überhaupt nicht. Jo. Eins kommt hier raus beim Flammeln. Die rückleuchtenden Lampen. Dies kommt ab, die beiden und die vorderen Lampen, die will ich haben. Als Andenken. Als Andenken, ja. So, komm, wir schieben den mal. Peter, bei dir aufpassen, mein Gabi. Komm, ja. Ich komm vorbei. Sehr gut, kannst zurückholen. Uwe, der lässt dich nicht lenken. Ach, nein. Bisschen vielleicht ein klein wenig nach Peter noch jetzt. Und dann wieder das Stück zurück. Wunderschön. Wunderschön. Taub auf. Man nimmt das Stück Eisen da weg. Uwe, ich komme hier nicht, wahrscheinlich nicht raus. Moment, ich gehe von der anderen Seite raus. So, Batterie ist jetzt vom Stehen kaputt gegangen. Batterie zuerst. Uwe, 13er Schlüssel. Der sieht so wie gepflanzt aus, so vergammelt unten drunter. Ja, vom Stehen, Peter. Ja. Seitenschneider brauche ich auch. Jo, kriegst du auch. Kühler tut er raus, das und jenes. Jo. Die Lampen tut er bitte raus. 10er brauche ich auch. So, geh ich aber erstmal 13. Bleib mal durch, Manni. Ich gehe mal ganz rein, ja. Bis nachher, Jungs. Ist der angebaut, die Batterie? Bis nachher. Das werde ich ja gleich sehen, richtig? Ja. So, die Batterie nehme ich dann raus, Manfred. Oh, yes. Ich habe gleich einen Schrott. Die wollen mich hin. Peter wollte die Lampen haben. Der Rachefeldzug gegen die S-Klasse kann beginnen. Aber bevor das Auto den Flammen zum Opfer fällt, sollen noch alle verwertbaren Teile ausgebaut werden. Horst Günther, ich habe geträumt, ich mache einen kleinen irgendwas mit Feuer oder was mit Bums oder so weiter. Es muss richtig knacken. Ich habe doch einen richtigen Kanonenschlag und Runden. Ja, weiß ich. Ha, das ist sehr gut. Das wird interessant. Ich muss mal gucken. Ich hatte ihn auf dem Tisch hier gehabt. Das Messer. Auch nicht da. Oh, die Schokolade, die hört ihr raus. Das weiß ich wieder nicht wo, ne? Ach, da hast du noch einen, ja. Ich nehme etwas
Ja, das ist normal. Mit. Ja, ja, das ist normal. Ich muss ja auch was essen. Vorher habe ich das hier raus. Jetzt wird ich mir richtig verarschen, die Säcke. Ich mache das aber heimlich. Mhm. Okay, bis dann. Bis dann. So, endlich ist er weg. Hol wieder mal Ruhe. Ein Ludolf in geheimer Mission. Während Uwe und Manni nichts ahnend den Mercedes ausschlachten, schlägt Peter aus dem Hinterhalt zu. Ach, Uwe, was du das? Was war da, Peter? Ich bin doch hier am Arbeiten. Da bist du? Ey, du Knalltüte, ich hab mir wegen dir den Kopf gestoßen, weil du geknallt hast. Ach, das machst du nicht. Kopf, das habt ihr doch gemacht, ihr Säcke. Du das bist doch oder hast du gepuppt so laut? Ich doch nicht, du Sack. Na ja, da hat Manni. Manni, was hast du gemacht? Du alter Knill. Hier, nimm lieber die Lampe. Wir denken an nichts Böses. Und den Blinker. Und hier, mach auf. Du Knalltüte. Was meinst du, wenn ich die Lampe in der Hand gehabt hätte, hätten eine schöne Lampe kaputt gemacht. Dann hättest du aber Ärger gekriegt, Junge. Ja, du machst dann es dann hättest du aber Ärger gekriegt. Ah ja, du machst die Schüsse und wir müssen drunter leiden. Ich hab gar nichts gemacht. Hab ich gehört, wie du gepupst hast, wie laut. Da hat er ganz schön geknallt und gequallen. Flamme neu. Manni, ja. Komm, schlepp sie mit mir rein. Okay. Da war der Ich weiß auch nicht, was da war der Uwe, absoluter Uwe. Ich habe acht Stinkbomben noch. Schaffst du das überhaupt dahinter? Ich habe acht Stinkbomben. Ich muss eben Sport machen. Fuß hier drauf, Fuß da drauf und rüberspringen. Hauptsache, du tust dir nicht weh. Komm, ich helfe dir. Ich bin ja auch kein Schweinehund. Zack, oh, ich bin gut reingekommen. Doch, du hast einen Lüfter kastriert. Nee. So, bring den erstmal alleine weg. Stell mal vor, Horst Günther, ich habe einen guten Leuchten unter den Nagel gerissen. Das Auto brennt genauso gut. Ganz genau. Bin du kein Idiot? Nee, das war kein Fall. Hast du richtig gemacht. War gut, gell? Das ruhe ich mir mal etwas aus, gell? Okay, die Jungs kommen ja gleich rein. Ja. So, das störst du mich nicht, gell? Nee, habe ich auch ein bisschen Ruhe. Manni und Uwe lassen inzwischen das Benzin aus dem Tank, damit der Benz nicht explodiert, wenn er brennt. Ludolf-like, versteht sich. So, Manfred, ich hab das geduscht. Ja, das ist nicht schlimm. Manfred, hol mal schon mal den zweiten, ich trau dem Braten nicht. Da wird er einmal richtig sauber. Manometer, krieg frische Spülung hier. Bach, halt sie nicht in den Augen drin, bach. Es gibt ein Sprichwort. Ich seh nichts, wenn man vor ein Auge. Ein Knallkopf sehe ich. Ja, ich habe einen Spiegel, da kannst du sehen, das war richtig. So, Günther, mach mal den Thermos offen. Warte, ich nehme nur noch den einen Anruf. Ja, dann machen wir. Ludolf? Ach ja. Guten? Ja, Ludolf? Moment. Für einen Golf 3 in Hinterachse, Differentialsperre. Nein? Nein, leider nicht. Momentan nicht, nein. Bitte schön, tschö. Warte, ich mache die Dankeschön. Auf. Und dann tue ich wieder auflegen. Aber das muss ja auch sein. Stell darauf gleich nochmal, Rollomopsi. Das musst du gut treffen, das ist ein großes Loch, Peter. Die Firma dankt. Bitteschön. Da, wieder rein in die Küche. So, jetzt kann es weiter bimmeln. Ist ja nicht mehr lange. Ludolf, guten Tag. Moment. Für ein Citroën Xantia, Baujahr 96, eine ABS-Steuereinheit. Haben wir nicht mit der? Nein, momentan leider nicht.
Bitte, tschüss. Da geht noch rein, jede Menge. Stopp, stopp, stopp. Abnehmen. Manni, halt mal den Kanister. Hast du den? Ja. Du alter Trottel. Hab doch gesagt, du hast einen Abend, du Trottel. Ich hab gesagt, vorher machen wir das doch. Ich hab doch einen Finger fürs Loch. Du hast einen Finger in den Arsch. Wir müssen 2-3 Liter Sprit haben, Manni. Damit ich noch mehr. Von dem können wir mitnehmen. Ja. Ein Kanister reicht ja erstmal mitnehmen, bitte. Ach, lass doch was los. Nee. Da kann ich gerade wieder fahren, wo ich gerade Sprit. Nee, da bleibt was hier, du Sackgesicht, für den Anzünden. Kannst du wahr. Nee. Ich glaube, da wird ein anderer dich aufhängen. Wir machen das schon. Mir läuft ein bisschen im Arsch rein, das Sprit jetzt. Einmal los, hol den nächsten Kanister. Da war da früh drin, das gibt's doch gar nicht. So, Mann, du hältst gleich den Kanister unten. Und das, was ist damit? Halt den Kanister unten fest. Lass es machen, Manni. Nichts bleibt. Hast du den? Ja. Rudolf. Gut. Bauer. Moment. Hast du Teile für den 91er Corrado? Corrado? Was für Teile? Was für Teile? Moment. 2 Liter 16 Pfund Kühler. Und? Was? Für den Corrado 2 Liter 16 Pfund Kühler? Nein, habe ich nicht da. Nein, leider nicht. Moment. Das Blech, was hinter dem Grill sitzt, wo die Scheinwerfer befestigt sind. Auch nicht mehr, nein. Nein, leider auch nicht mehr. Motorhaube? Corrado auch nicht, nein. Nein, leider auch nicht mehr. Linke Kotflügel? Corrado, nein. 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 Okay, bitte, tschö. Ja, Manfred, das hat Bums gemacht. Ach, wenn das jetzt bei einem Abfackel gewesen wäre, da hätten wir 20, 30 Meter von der Straße komplett weggefackelt. Wir könnten eigentlich ein bisschen tiefer lassen, das können wir unten rangieren. Aber oder? Ja, ich halte den Trichter danach. Jeder Trocken muss raus. Bleibst du hier und alles in die Haare rein, hast gesehen? In deine Haare. War richtig schmierig. Du kennst doch Manfred. Wir machen das gleich mit. Wir haben nicht nur Öl an den Finger, wir haben auch Öl im Blut, wa? Mit Öl im Blut und vereinten Kräften haben Uwe und Manni den Mercedes um seinen explosiven Inhalt erleichtert. Aber bevor es endlich losgeht, gibt Manni noch einen Sicherheitslehrgang für den Fall der Fälle. Hier, der Ork von Mork hat sich wieder bereit erklärt, von seinem Planeten sich zur Verfügung zu stellen. Ah. Okay, das heute ist Thema Brand. Brand und Brand. Feuer alles. Also wir hier denken uns, es ist ein Feuer mit Explosion. Bach, hat aber geknallt, Manni. Richtig. Okay. Was verlangst du von Manfred, gell? Das fängt das jetzt an, es brennt. Was kann ich selber machen, persönlich oder auch ein Freund? Das dreht man, das opfert oder dreht sich selber, dann geht das oder Feuer aus. Flott, Manni. Aber wenn man selber da ist, dann geht man hin und erstickt mit einer Decke oder irgendwas die Flamme. Oder also, bist aber brutal, Mann. Ja, das Feuer ist es aus. Vielleicht ist der doch tot, wenn du so weitermachst. Wichtig, dass das Feuer aus ist. Ja, das Feuer der ist aus. Der kriegt keine Verbrennung. Okay. Rippenbrüche. Das gehen wir zum nächsten Thema. Das ist die Wundenbehandlung. Ja, genau. Okay. Erstes Thema. Kühlung mit kaltem Wasser. Immer super gut. Kein Mehl. Und kein Öl. Und wenn er kein Wasser da hat, dann klingelt er nicht nach Hause. Außerdem ist er schon tot. Außerdem, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich habe kein Wasser bei, habe ich meinen Brandwundverband. Den öffne ich. Und wenn du das nicht hast, Manni, hast du immer eine Jacke an oder einen Pullover. Das weiß ich. Und das kannst du dann da drüber legen. Ja, aber ich habe hier den Verband bei. Hier, ich ziehe den dann hier aus der Packung raus. Und dann decke ich natürlich die Wunde ab. Dann lege ich die hier rauf, vorsichtig, bis der Notarzt, den ich ja gerufen habe, und die Feuerwehr, wenn ich noch was löschen lasse, kommt. Du bist ja immer noch dran, du hast den Notarzt gar nicht gerufen, Peter. Die habe ich schon gerufen. Ich habe dir ja Bescheid gesagt oder mein Handy gerade angerufen. Und dann, die Ärzte haben noch was Besseres wie wir, die haben Gel, ein Kühlgel. Und das ist noch viel besser. Ja. Okay, wie ist der beste Ort in einer Wohnung, die brennt? Wo halte ich mich am besten auf? Auf dem Fußboden. Man legt sie auf den Boden.
Wie der Pilger, oder er schläft. Weil das alles nach oben geht. Okay, alles klar. Und wie teste ich, setzt Uwe ein Zimmer, ob in den anderen Zimmer Feuer ist? Tja, ganz einfach. Fest an Türklinke an, ob die heiß ist. Ja, er packt an. Es ist kalt, aber jetzt ist es warm. Da packt er nicht an. Wenn er nämlich dann die Tür aufmacht, kann eine Druckwelle reinkommen, Flammen. Und ich kann mit Ticker zurückdrücken. Genau. Deswegen lasse ich die Tür auf. Was mache ich, wenn unten Qualm rauskommt? Dann nehme ich einen Lappen und am besten noch nass machen und lege ihn unten vor. Wenn du Wasser vorhanden hast. Ja, und wenn nicht, drücke ich das so zu. Wechselnd, es ist zu, die Rillen. Das genau. Nicht, die Menschen sterben ja nicht, 90% bis 80 bis 90% so rum gesagt, sterben ja nicht an dem Feuer. Die sterben ja an den CO-Werten, weil man keine Luft kriegt. So ist es. Man wird ohnmächtig und sterbt. So ist es, richtig. Ja. Außerdem, er will sich jetzt verabschieden. Er hat Dankeschön, dass du dich gestellt hast von deinem Planeten Ork von Mork. Ah, was hast du gesagt? Ah, er will wieder auf den Ork von Mork hin. Das düst ab. Das soll er abdüsen. Auch ihm verlebt wieder. Und so endet Mannis Theoriestunde. Schwester Biene wird erwartet. Zusammen mit Manni will sie den Wocheneinkauf für die Brüder erledigen. Guten Morgen, Günther. Und wie ist es? Guten Morgen. Sieht gut aus. Bei dir? Bei mir ist alles Beste. Alles Beste. Bei den anderen auch alles Paletti? Ja. Ich schließe mal gerade hier ab. Okay. Und dann gehen wir mal durch. Hallo, ihr Hübschen. Und alles klar? Hallo, Hallöchen. Hallo, du Schlawiner. Hi. Alles klar. Alles Beste. Ja. Und Peterle, alles klaro? Ah, mir geht's gut. Alles klar, gell? Boah. Ja. Besten. Wenn ich dich sehe, gell? Ach, das ist lieb. Boah, das hat man gerne. Ich habe auch eure Liste schon fertig. Hast du schon fertig? Ja, ja. Klasse, danke schön. Bitte schön. Manni, bist du denn auch soweit? Können wir fahren? Legen wir los. Okidoki, dann sind wir weg. Und bring mal was Heißes mit. Ich bring dir besser was zur Abkühlung mit. Das kommt besser. Tschüss. Du meinst was Heißes, eine Wolldecke. Genau so ist es. Ja, tschüss. Tschüss. Und ein paar Socken auch, Uwe? Ja, kannst du mir auch ein paar geben. Du kannst von mir ein paar stinkige haben. Du hast es Ferkel. Uwe und Günther, hört alle beide hin, du auch, Uwe. Mhm. Ja. Der Mann hat sich doch so aufgeregt wegen dem Wagen. Wegen Mercedes. So eine Kreatüte, oder heute, was er. Ganz einfach. Wo kriegen wir so einen Mercedes? Am besten doch einen älteren S-Klasse. Hier zwei Möglichkeiten. Über die Zeitung ist problematisch. Ach, oder über ein Internet. Mann ist doch so ein Internet-Fanatiker. Genau. Ja. Sollen wir gleich hochgehen? Ja, mach mal. Mal gucken, aber ich habe keine Ahnung, sag ich dir gleich, ich bin zu blöd für ein Internet. Ach, du bist überhaupt nicht blöd für ein Internet? Ich mag die Dinger nicht. Wenn du noch nicht da reingeguckt hast, wie willst du das wissen? Also, wir können ja mal reingucken, Peter. Geh mal nach oben, der Mann hat das sowieso da oben. Ja. Aber du machst das, ich guck zu, ob ich das richtig mache, ich habe null Ahnung, viel Peter. Spaß. Tschüss. Aber da kannst du wirklich nichts mitmachen. Als Überraschung für Manni suchen Peter und Uwe eine gebrauchte Mercedes S-Klasse. Suche starten, ja. Ja. Ah, da haben wir ja die ersten, wa? Farbe und so spielt ja keine Rolle, Peter. Weißt den habe ich 4 Jahre gefahren. Ja, du warst ja fast. Da habe ich die Mädchen unterwegs. Mitgefahren. Ah, schön, gell, Uwe? Mhm, der sieht nicht schlecht aus. Klein, guck mal hier. Ja. Etwas klein, wenig gammelig sind die alle. Da aber Silber. Silber. Der hat die alten Lampen reingebaut schon? Hat schon die alten noch. Ja, drin, ja. Ah, oh, 280er. Ja. SE. Da ist schon was Feines. War alles noch holzfarben. Das wäre schon das Richtige in etwa. Muss ich mal aufschreiben. Telefonnummer und alles. Muss die Adresse mal aufschreiben und dann vielleicht anrufen. Das steht aber einiges auch entfernt, wa? Das ist egal. Ja, wie kriegen wir den denn rüber? Das sind Probleme. Aber den kann der Tommy holen oder einer. Wie lange sind Sie denn heute da? Wir kommen vorbei, gell? Hey Thomas, kannst du mir Gefallen tun? Wir müssen mich Mercedes holen oder wäre schon soweit alles klar. Uwe und Thomas bringt die S-Klasse nach Dernbach auf den Hof der Autoverwertung. Ja, dann wollen wir mal gucken. Fantastisch. Astrein, paar kleine Sachen. Hier fehlt nur eine Zierleiste. Hab ich auf Lager. Das Blinkerglas tun wir hier oben ran machen. Wunderschön. Wollen wir mal Auto gucken? Ja, mach mal einen Mann. Der klingt. Eieiei. Astrein, Uwe. Super, ja. Tommy. Uwe, ja. Ich habe einen Vorschlag. Manni soll nicht sofort sehen. Nee. Jetzt werden wir uns erstmal in der Ecke irgendwo verstecken. Dann werden wir den da hinstellen, wo Manni seinen anderen Mercedes stand.
Genau. Dann tun wir mal heimlich runternehmen. Ob nichts wäre, Mülleimer runterbringen oder irgendwas. Mal sehen, was er dann macht, gell? Ja, würde ich auch sagen. So, lass dir die Stoßstange! Hier ist nur Stoßen, aber für nichts anderes! Am späten Nachmittag kommt Manni von seiner ausgedehnten Einkaufstour wieder zurück. Damit sein geliebter Audi A6 beim Ausladen der Einkäufe keine Kratzer abbekommt, verwendet Manni immer eine Decke als Schutzmaßnahme. Jetzt wollen die Brüder das Projekt Feuertod für die S-Klasse weiter vorantreiben. Der alte Mercedes wird auf den LKW verfrachtet, um auf einer abgelegenen Straße in Brand gesetzt zu werden. Außerdem wollen die Brüder testen, ob man einen Autobrand mit einem handelsüblichen Autofeuerlöscher löschen kann. Sehr gut! Uwe, Spitze! Feuer, jetzt komm rein! Du willst aber die Freude haben. Ich kann richtig knacken, ich werde richtig brennen. Lass die Tür offen. Komm rein, kleiner Dicker. Schaffst du das? Ah, der hat nur Griff. Mach mal langsam, wie fest du das? Das hält aber ganz. So, und Tür zu, Finger weg. Ja. Ach nein. Die Brüder laden die S-Klasse ab. Das Experiment kann beginnen. Fantastisch, gell? Komm, wo haben wir denn hier? Zack! Da gibt's einen Grill fest. Oh, ey! Komm, warte, Leute. Das kann ich ja da hinten hin machen. So. Darf ich nicht für Stur fest. Super. Tür zu! Tür zu! Na, Jungs, die Stelle ärgert man ja immer noch, wa? Wollen wir die Hände gut fühlen, ja? Schön, gell? Ja, ah, der hat uns genug geärgert. Jetzt kommt der Abflammen. Ja. Weil auch gleich knallt es hier irgendwie. Wir haben vergessen, unser Hamburger mitzunehmen. Wir hätten es grillen können. Du wolltest ihn ja nicht verbrennen. Siehst, das habe ich doch meinen Kopf durchgekriegt. Ja. Aber ist ja schön, das ist ein schönes Grillfest. Ja. Absolut. Aber, absolut, Junge. Ja. Jetzt wird er warm. Jetzt kriegt man mal heiß. Sollen wir den Löscher schon mal herholen? Das kommt jetzt. Den Babylöscher. Aber der Tank ist noch nicht. Das können wir Puff reingeben. Deswegen haben. Und jetzt kriegt er das hier. Manometer, sieht geil aus, wa? Ja. Ich fang mal, glaube ich, an. Wenn hier mit dem Feuerlöscher kann sie sowieso nicht. Nee, 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 da müssen wir qualmen lassen. Warte. Wo bist du? Noch jetzt rein. Da auf der Tank, ey. Dieses Spielzeug bringt gar nichts. Das siehst du. Und damit wollen die Leute ein Auto löschen und da bringt doch gar nichts. Und da brennt das doch einfach. Das ist 6 Kilo ja. Rein, Uwe. Ja. 6 Kilo. Gut. Ja, ist aber. Hör auf! So, Auto, klasse! Jetzt bist du richtig am Fackeln, wa? Wir haben schon Autobrände erlebt, sogar 80 Autos oder unser Goliath hat gebrennt. Ja, unser Goliath, oder weiter so eine anderen Dinger. Die haben alles richtig Flammen mehr gegeben. Ja. Genau, und richtig. Siehst du jetzt, das ist schon so weit, der muss jetzt gelöscht werden. Und der Manfred tut den Feuerlöscher. Das wollen wir den mal testen. Jetzt war es gewesen! Jetzt der Klapp rein. Etwas weiter bekannt, Manny. Manny, weg, Manny! Tiefer rein, Manny! Und nie nach hinten, dann tankt doch hier. Und der bringt auch nichts. Über der Große bringt nichts. Wofür sagen Sie, man soll einen Feuerlöscher im Auto mitnehmen? Ja. Ich glaube, da musst du gleich den ganz großen Feuerlöscher holen, wa? So, Jungs, ich hab was Ideales. Ja. Ihr habt eure Feuerwäsche. Wir haben nichts gebracht. Einen großen, einen kleinen. Ja. Ich habe noch einen größeren. Soll ich mal holen den? Ja. Fantastisch, Junge! Ja. Da wollen wir vorher schon holen. Die Ludolfs sind zwar Feuerteufel, aber auch gesetzestreue Bürger. Feuer, los! Natürlich haben sie die Dernbacher Feuerwehr von ihrem Vorhaben unterrichtet und um Unterstützung gebeten. Junge, ist das ein schöner Feuerlöscher? Ja. Ha, einfach fantastisch! Fantastisch! Ja. Da brennt es noch, siehst du? Wow. Ja. Ja. Diese, er hat aufgegeben. Grüße! Die gehen ran, das sind die richtigen Leute.
Nochmal herzlichen Dank Jungs, an euch alle. Ihr habt es super gemacht. Manomet, nochmal so. Ja. Ja. Und der Uwe, er hat daneben gestanden. Dankeschön, Paul, nur. Ja, ich muss mal gucken, was die Jungs von Feuerwehr können. Peter? Ja, Manni? Wo wir heute die schöne S-Klasse abgebrannt haben. Das Feuer sah gut aus, aber die schöne S-Klasse. Manni, das ist egal. Das war nicht so eine schöne S-Klasse. Erst war Feuer schön gewesen. Wir haben uns richtig vergnügt. Das war doch der Spaß, komm. Ja, aber trotzdem, es war schön, aber die S-Klasse, die war so. Manni, mach dich doch nichts draus. Wir werden schon sehen. Warte mal ab, morgen ist auch noch ein Tag. Ach, gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni. Der nächste Morgen in Dernbach. Uwe holt die neue, gebrauchte S-Klasse, mit denen die Brüder Manni überraschen wollen. So, Peter, alles klar? Bei dir auch alles gehen? Mit der S-Klasse? Aber sei ruhig, wenn der Manni kommt, gell? Alles klar. Ruhig. Guten Morgen. Guten Morgen, Manfred. Bleib mal stehen. Bring den Mülleimer bitte runter. Okay. Ja, dann haben wir die ganze Tüte voll Müll. Das ist langsam Zeit. Oh, ich mache es sehr gerne. Dafür bist du auch zuständig für den Müll. Der Müll ist für den Müll zuständig. Gespannt wollen Peter und Uwe sehen, ob die Überraschung gelingt. Günther dagegen kann ein Auto mehr oder weniger nicht aus der Ruhe bringen. Was ist das hier? Ja, Manfred. Gestern haben wir doch einen Brand gemacht. Ja. Du warst so enttäuscht. Haben wir gedacht, du kriegst noch einen schöneren Oldtimer. Was hältst du davon? Das ist doch schön. Und dann noch in die silberne Farbe wieder halbrecht. Ja. Und so was 100. Guck mal, du hast sogar einen Blinker unten nur drin. Das kannst du noch reparieren. Und ein paar kleine Lackpulle. Ach, das Auto ist sehr gut. Manni. Richtig. Wunderbar. Ja, Einigkeit, und die Stoßstange Auto. Du kannst polieren. Ja. Ja, bisschen stolz, dass du dir die Hand mal geben kannst. Ja, ja. Dann du kriegst auch die Hange, ne? Dann geh doch mal auf, du. Dann schenk dir so einen schönen Mercedes. Ja, aber dann... Schöne Form, gell, Uwe? Ja. So eine schöne Form, wie ich hab. Ja. Ja.